Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute drehe ich den Haul. Leider ist es kein Try-on-Haul geworden, weil wir nicht so viel Zeit haben und wir morgen in den Urlaub fahren. Aber ich wollte euch trotzdem meine Sachen zeigen. Und ich habe hinter mir schon ein paar Sachen liegen und ich habe hier noch ein paar Tüten. Es kann ein bisschen viel werden. Wir waren hauptsächlich bei H&M einkaufen und bei Nike, genau im Outlet Store. Und ja, wir können ja mal anfangen mit den Nike-Sachen. Und zwar habe ich da, also wir haben zweimal das T-Shirt hier gekauft. Ja, das ist Größe L, das ist halt schön chillig und groß. Ich mache da halt immer so einen Knoten unten rein. Ja, steht halt einfach Nike Air drauf und hier hinten sieht man das nochmal. Ja, das ist ein bisschen schmantig von meinem Make-up. Dann haben wir im Outlet noch das T-Shirt hier gekauft. Achso, das T-Shirt hat, glaube ich, 10 Euro gekostet und das hat auch 10,50 Euro gekostet, glaube ich. Das ist diesmal ein XL, aber die fällt irgendwie ziemlich klein aus. Das ist jetzt nicht so groß. Ja, steht halt Nike drauf. Ist halt immer nur das Branding von Nike. Ich habe so viele Haare. Ja, dann haben wir zweimal diesen Sport-BH gekauft. In der M und in der L. Und ich finde ihn richtig schön. Der hat 17 Euro gekostet und dann die Hälfte. Könnt ihr euch ja ausrechnen. 7,50 Euro? Nee, 8,50 Euro. Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war der günstig, den haben wir zweimal gekauft. Der ist richtig cool und ich mag das hier hinten. Das ist so ein V-Ausschnitt. Huch. Ja, auf jeden Fall ist das so ein V-Ausschnitt. Ich hoffe, das kann man sich vorstellen. Und hatten wir noch was von Nike? Für mich erstmal nicht, oder? Die Hose. Wo ist denn die Hose? Ja, muss ich noch selber sein. Ja, die kommt wahrscheinlich noch. Ja, dann kommen wir jetzt zu H&M. Da habe ich mir einmal so einen Rock hier geholt, der war im Sale, der war 6 Euro. Da waren wir jetzt in Dresden shoppen und ja, ist halt einfach nur so ein Tellerrock. Dann habe ich mir so eine weiße Leinenbluse geholt, das ist mit einem V-Ausschnitt und mit so einem Knoten. Ja, die hat halt auch so weite Ärmel, ich finde das eigentlich ganz schön. Die Bluse, die ich anhabe, die ist übrigens von Vero Moda und die haben wir auch neu gekauft. Ja, die hat halt auch wieder so eine, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, Fledermausärmel. Und die hat auch so einen Knoten. Ja, genau. Dann habe ich mir eine Jeans schwarz geholt. Das ist jetzt eine komplett schwarze. Das ist eine High-Waist-Hose, glaube ich. Die hat 25 Euro gekostet. Die ist halt hier unten so ein bisschen ausgefranst. Und sonst ist die total schlicht. Also keine Risse oder so. Und ihr werdet das nicht glauben, es ist eine 42. Und das ist mir egal, weil die passt gut. Da ist die Nike-Hose, von der ich geredet habe. Ja, das ist halt auch so eine kurze Sporthose. Die sieht jetzt auch bestimmt riesig aus. Das ist, glaube ich, eine L, aber die passt mir auch perfekt. Die haben wir auch zweimal geholt. Ich glaube, die hat auch 10 Euro gekostet. Ja, was soll man da sagen? Nein. Ach so. Boah, ich schwitze übelst. Ja, und wenn man das hier umschlägt, dann steht da nochmal so Just Do It. Ja, so trage ich die gerne, genau. Richtig blöd, ich komme gar nicht dran. So, dann habe ich mir bei H&M noch so eine lange Hose geholt. So eine weite, so eine lockere. Ich krempel das hier unten immer um und die hat auch 6 Euro gekostet. Die war auch im Sale. Ich wollte eigentlich schon immer so eine Streifenhose, aber ich dachte immer so, die Schnitte haben mir nicht so gut gefallen und oh. Ja, dann habe ich mir noch eine Leinenhose geholt, passend zu der Bluse. Die hat 20 Euro gekostet. Ist halt so beigefarben, ist echt schick, die ist halt auch so weiter. Ich finde das halt schön, wenn man halt mal eine Hose hat, die nicht so eng ist hier, wo man gleich den Arsch sieht. Also ja, die ist echt bequem. Assistent. Mir ist so warm, ey. Das ist hier bestimmt im Video, wie ich schwitze. Es ist sehr warm heute. Mein Assistent hat mir gerade noch mehr Sachen gebracht. Ja. Dann habe ich mir bei H&M noch so ein Kleid hier geholt. Das ist so ein geripptes, das ist auch so, ja, so glockenförmig hier unten, so ein Arschschnitt. Und ja, das hat 4 Euro gekostet oder 3. Ich bin mir gerade unsicher, es war richtig günstig. Das passt mir schon, aber es ist noch ein bisschen eng. Ich hoffe, ich passe da dann mal rein. Also es ist vielleicht eine halbe Größe zu klein, also keine Sorge, Leute. Bei Family haben wir so eine Socken, so eine Sneaker-Ballerina-Socken geholt. Ich mag die von Family am meisten. Weil hier hinten ist noch so ein Anti-Rutsch-Ding drin, so ein,
Silikon, was auch immer, dass das halt nicht von den Füßen runterrutscht, und ich finde die toll. Weil ich finde, im Sommer muss man die Socken nicht unbedingt sehen, ist jetzt nicht so cool. So, hier sind noch Roberts Sachen drin. Alter, ich schwitze gleich vom Stuhl runter. So, dann Ero Moda. Da habe ich euch ja schon die Bluse gezeigt, beziehungsweise die seht ihr ja gerade die ganze Zeit. Da habe ich mir noch so ein T-Shirt ausgesucht. Das ist ein geripptes mit Knöpfen. Hier bin ich. Das hat 10 Euro gekostet. Eigentlich haben wir da fast nur Sachen gekauft, die im Sale sind. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und noch eins, was sehr schön ist. Das ist so ein Crop-Langarm-Shirt. Hier vorne ist so ein Knotendetail und oben ist es halt so ein bisschen Turtleneck-mäßig, der Kragen. Ja. Ich dachte halt, zu dem Rock sieht das ganz schick aus, und es sieht auch angezogen wirklich richtig toll aus. Das hat, wie teuer waren das? 8 Euro. Bei H&M habe ich mir dann noch, weil ich die Farbe so toll fand, so eine beige Jeans-Shorts geholt. Die hat 20 Euro gekostet, ne? Ne, 18. 18 Euro, die ist auch toll. Hier ist so ein bisschen zerrissen. Ja, die ist schick. Die habe ich sogar in der 44. Also, ich habe ja echt Sachen von 38 bis 44. Und 36 ja auch. Das Top ist eine 36. Also auf Größen kann man sich heutzutage echt nicht mehr verlassen. Ja, dann bei New Yorker. Ich wollte unbedingt BHs, und bei H&M haben mir die alle nicht gepasst. Das war richtig deprimierend. Ja. Ich zeige euch die jetzt einfach mal. Die waren alle... 7 Euro, von dem hier gab es zwei. Das war ein pinker und ein schwarzer. Also zwei Stück für 7 Euro. Und dann habe ich mir so einen noch geholt. Hier ist auch ein Push-Up-BH. So an der Seite so ein bisschen netzmäßig. Das ist sogar ein super Push-Up-BH. Eigentlich mag ich die ja nicht, aber also der macht wirklich schöne Brüste. Also ich finde jetzt nicht, dass der jetzt übelst die großen Brüste macht. Das kommt schon ungefähr hin. Auf jeden Fall haben die 7 Euro gekostet, und den gleichen habe ich noch in grün. Also, ja. Hab's geschafft, oder? Ja, dann war das der Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr am liebsten einkaufen geht. Ich würde sagen, am liebsten mag ich die Sachen von Vero Moda, weil die Qualität gut ist und weil die nicht so teuer sind, und natürlich die vom Nike Outlet. Früher hatte ich H&M gesagt. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und denkt daran, ihr seid gut so wie ihr seid und schön so wie ihr seid, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, ich rutsch vom Stuhl! Alter, also...